Hallo und herzlich willkommen zu Therese Giese und wir, einem Podcast über eine sehr inspirierende Frau. Eigensinnig, antifaschistisch, großartig. Eigensinnig, weil sie ihren eigenen Weg gegangen ist und sich nicht von Geld oder Ruhm hat korrumpieren lassen. Keiner konnte sie zu irgendetwas überreden oder auch umstimmen, wenn sie etwas nicht wollte. Antifaschistisch? Sie hat gegen den Nationalsozialisten Haltung gezogen. Ich glaube auf jeden Fall, dass Therese Giese für uns heute ein Vorbild sein könnte. Auch einfach aus dem Grund, dass sie die Diktatur der Nationalsozialisten öffentlich kritisiert hat. In einer Zeit, in der ganz, ganz viele Mitläufer waren. Großartig, weil ich sie einfach für eine der ganz großen Schauspielerinnen halte. Jauchzend, krähend, röchelnd lacht sie sich durch alle Oktaven hindurch. Gackert wie eine lüsterne Glucke. Meckert hexenhaft fahl, wird zum blökenden Bock, zum keifenden Papagei. Eine Explosion, die vielleicht 2 Minuten dauert. Zeit genug für Therese Giese, allein mit ihrer Stimme ein komplettes Bestiarium, ein Gelächter zu, eine grotesk obszöne Fauna auf die Bühne zu holen. Wir sind Tatjana Schöler und Viktoria Lewowski. Gemeinsam mit euch wollen wir uns jetzt auf eine Recherchereise in die Vergangenheit begeben und die Lebensgeschichte dieser einzigartigen Frau erzählen.